Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Castlevania Lords of Shadow 2. Wir befinden uns hier immer noch in der wunderschönen Stadt der Verdammten, die weitaus hübscher aussieht, als ihr Name vermuten lässt. Und haben uns hier im letzten Part wieder ein bisschen durchgeboxt und haben erstmals den Laden des Chupacabras ausfindig gemacht und haben hier am Ende der letzten Folge so ein komisches Item gefunden. Kleidos, keine Ahnung, wie das hieß, auf jeden Fall. Haben wir dazu irgendwas in Erfahrung gebracht und ich habe mich daran zurückerinnert, dass das irgendwie mit einem Spiegel zusammenhing, den wir dort im Laden zu hängen hatten. Und bevor ich jetzt hier wieder in unsere real existierende Welt zurückreise und Sobek besuchen gehe, werde ich erstmal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Ja, das mit der oberen Info hat jetzt mit unserem Thema gerade gar nichts am Hut. It seems you are missing some sort of energy source for the Kleidos, my lord. For the Kleidos. Kleidos, das klingt ein bisschen wie das finnische Kitos, also das finnische Danke. Dann können wir jetzt hier nichts machen. Ich hatte mich da eben gefragt, was hier noch auf uns wartet, weil es war in dem Text aus der letzten Folge irgendwie die Rede davon, dass man da irgendwelche Herausforderungen oder sowas alles bewerkstelligen kann und war mir irgendwie fast klar, dass das jetzt noch nicht geht, aber das war der Grund, warum ich das in der letzten Folge nicht noch probiert habe, ne? Weil ich mir so dachte, okay, wenn ich jetzt hier in irgendeine Kampfarena oder irgendwas geschmissen werde, dann sprengt das schon wieder den Rahmen und das muss ja nun letzten Endes nicht sein. So, ach, da gab es noch den Weg. Ich habe am Ende des letzten Parts voll das falsche Resümee gezogen, weil ich irgendwie gesagt habe, hey, es gibt nur noch Chupacabras Laden und die Rückkehr in die reale Welt. Aber dieses Ding hier habe ich auch noch nicht ausprobiert, deswegen werde ich das jetzt einfach mal tun. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier irgendwas Optionales entdecken oder irgendwie einen Shortcut freischalten. Hauptsache, das bringt uns jetzt in der Hauptstory nicht weiter. Okay. Wenn man irgendwie bei Fahrstühlen, gerade bei so Spielen mit Hack-and-Slay-Charakter, so wenn ich so an God of War zurückdenke oder an so Dantes Inferno oder so, da haben ja Fahrstühle immer so diesen Charakter gehabt, dass dann während der Fahrt von allen Seiten irgendwelche Gegner auf einen hinabpurzeln und deswegen musste ich da gerade kurz innehalten, weil ich befürchtet hatte, dass das auch hier jeden Augenblick der Fall sein könnte. Okay. Auf jeden Fall sind wir nicht richtig, weil guckt mal, da oben rechts auf der Minimap zeigt der goldene Pfeil in die entgegengesetzte Richtung. Auf der anderen Seite sieht dieser Raum relativ groß aus und hat für mich gerade, ehrlich gesagt, nicht so den optionalen Charakter. Wir gucken einfach mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Ich hatte irgendwie voll Angst vor diesen Maschinenteilen. Ich sehe mich da schon wieder gleich voll elendig wegkrepieren. Also hier sind wir, glaube ich, noch nicht gewesen. Ich hoffe, ich gebe mir... Ah, nein! Oh. Habe ich gerade nicht gesehen. Ey, wofür habe ich denn da gerade Erfahrung bekommen? Jetzt sag bloß, das Spiel belohnt mich in Form von Erfahrung dafür, dass ich draufgehe. Habe ich gerade irgendwie nicht so ganz kapiert. Mann, ey, wäre ich mal ein bisschen früher abgesprungen und nicht so zögerlich gewesen. Nein! Mann, ey, aus welchen Ecken kommt diese Lava denn da mal rausgeschossen, ey? Das war doch vorhin eine andere Stelle, wo ich gestorben bin, oder? Okay, jetzt mal ein bisschen... Nein! Mann, ey, Gabriel, ey, musst du immer die Lava knutschen, ey, ist ja unmöglich hier. So, warte mal, ab wann wird's denn jetzt hier gefährlich? Hier fließt noch nichts, so. Hier kann ich... Achso, ja, ey, Nigoya, du bist schon wieder echt top, top unterwegs, ey, schon wieder mega klug hier angestellt. So, einmal, genau, da fließt sie runter. Das heißt, einmal kann ich noch hoch... So, da muss ich jetzt vorsichtig sein. So, aber links daneben kommt nichts runtergeflossen, ne? Nur hier auf der Seite. Okay, dann ist das doch gar nicht so schwer. Hat hier gerade, glaube ich, voll Glück gehabt. So, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen aufpassen. Das machen wir so. Nein! Ja, 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 okay, alles gut. Nein! Warum machst du denn so einen großen Sprung? Ich wollte, dass du dich an dem mittleren Nippel festhältst. Mann, ey, Gabriel, ey. Alles muss man dem Jungen hier beibringen. Also klar, ich habe ihn jetzt zwar auch ein bisschen brutzeln lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber trotzdem kann er sich ja ein bisschen weniger lebensmüdig hier anstellen. Boah, ey, so eine Stellen haben wir noch nie gelegen, ey. Das wird hier schon wieder wahrscheinlich eine ganze Folge lang, das kann doch gerade nicht wahr sein. Jetzt bin ich ja auch gleich wieder tot, ey. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier feststelle, dass ich da eigentlich noch gar nicht hin will und am Ende nochmal zurück muss,
Ja, dann wird das hier doppelt und dreifach lustig. Dann habe ich hier, glaube ich, eine ganze Folge, die sich nur in einem Raum abspielt. Eigentlich habe ich gerade springen gedrückt, jetzt nur nicht gemacht. So, jetzt. Okay. So, jetzt muss ich aber mal aufpassen. Einmal hier rüber und direkt... Ja, okay, boah, war das knapp. Alter Verwalter, war das knapp. Ich weiß, was für ein Fehler... Nein. Ach, Mann, Negoja, ey. Ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Konzentration, ja. Ich fange jetzt hier schon an, auf metaphysischer Ebene mit mir zu kommunizieren, aber was soll ich denn machen? Ja, ich weiß, einfach ein bisschen geduldiger sein, ne? Probiere ich ab jetzt, okay? Jetzt bin ich die Ruhe selbst, ihr werdet es sehen. Ab jetzt mache ich keine Fehler mehr. Ich konzentriere mich jetzt, als ob ich hier ewig lange Zeit hätte und mich auch gar nicht stören würde, dass ich jetzt hier... Wahrscheinlich viel zu lange. So, jetzt darf ich nämlich nicht rüberspringen. So. Geduld, 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 Geduld. Wann kommt denn da wieder was? Okay, ich glaube, ich habe den... Kann es sein, dass ich den perfekten Moment verpasst habe? Nee, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Okay, oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt ja auch noch so eine blöde Kette. Okay, 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 okay. Ganz oben ist nichts, ne? Nee, 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 nee. Okay, kann ich mich da ranhängen? Nein, Gabriel, irgendwo musst du dich doch ranhängen. Hallo? Warum? Wo muss ich denn jetzt hier weiter? Ich verstehe nicht, wo gerade mein richtiger Weg ist. Oh, ich will nicht sterben. Ich will das alles nicht nochmal machen. Jetzt bin ich wieder hier. Muss ich da irgendwo nach unten? Irgendwie erkenne ich hier gerade nicht den richtigen Weg. So, warte mal. Kannst du bitte einmal nochmal nach oben springen? Vielen Dank. So, habe ich hier links. Ja, hier links ist auch Lava. Da muss ich also auch vorsichtig sein. Boah, habe ich gerade wabbelige Hände, ey. Jetzt spring doch mal rüber. Man, es... Hä? Wo zum Teufel bin ich? Ach, da geht's noch weiter nach oben. Ja, sag doch was. Boah, ist das dunkel hier. Ich sehe gerade gar nichts. Ich weiß nicht, ob es in meinem Zimmer nicht gerade irgendwie zu hell ist, aber ich erkenne hier gerade überhaupt nicht, wo ich hinlaufe. Hm. Okay, es bleibt duster. Ich erkenne auf jeden Fall nichts, womit ich irgendwie interagieren könnte oder so. So, die Frage ist jetzt, wo geht es weiter? Kann ich da rechts irgendwie hinspringen? Irgendwie erkenne ich den Mehrwert dieser ganzen Aktion hier aber noch nicht. Ich habe halt irgendwie kein klares Ziel gerade vor Augen. Ich versuche das jetzt einfach mal und... Yes, okay, immerhin habe ich jetzt festen Boden unter den Füßen, das ist ja schon mal was. Hä, aber was hat das alles jetzt hier für einen Sinn? Habe ich das jetzt hier alles? Ach so, hier geht's noch weiter, okay. Blöd ist natürlich, dass ich gerade kurz vor meinem Game Over stehe. Da unten ist ein Schatz, ich habe es gesehen. Ich habe es in dem Moment gesehen, guck mal, da. Hm. So, da gehe ich auch gleich hin. Oh, ich glaube, ich sollte hier echt keine Risiken eingehen, sondern mit denen erstmal krallen und mich dann cooler Keks freuen und hier ganz schnell das Weite suchen, weil ich glaube, dieser Raum, der könnte es momentan so mit aktuellem Stand zum für mich abgefucktesten Raum schaffen. Also der Weg hierhin, der war auf jeden Fall relativ ätzend. So, was ist das jetzt da hinten? Ach, das ist der, wo ich gerade gewesen bin, ne? Nur aus einem anderen Blickwinkel. Ja, wie komme ich jetzt wieder hoch? Spiel. Kannst du mir bitte sagen, wie ich jetzt hier wieder nach oben komme? Muss ich mich jetzt irgendwie umbringen oder was? Da oben ist irgendwas. Irgendwas leuchtet doch da ganz komisch. Wartet mal. Kann ich da vielleicht irgendwie... Ne, wenn ich jetzt RT drücke, dann tut sich hier nichts. Hm. Okay. Ich bin gefangen in diesem... Okay, das war eigentlich nicht so meine Intention. Ja, das Blöde ist jetzt, ich weiß nicht, ob er das Secret gespeichert hat. Oh, nee. Und der wird mich jetzt bestimmt... Ey, ich wette, der hat das nicht gespeichert und ich werde den ganzen Weg jetzt nochmal machen. Zolbeck must have got something out of the scientist I captured by now. Ja, schön für dich. Ich habe gerade ein anderes Problem, Gabriel. Und das tangiert mich gerade irgendwie viel mehr. Auch wenn dein Problem natürlich eine größere Tragweite hat und so, aber... Wo zum Teufel? Boah, nee. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ach, wartet mal, ich kann ja im Grunde genommen, kann ich das jetzt zurückverfolgen, ob er das gespeichert hat, indem ich, wo war denn das? Irgendwo konnte man das, glaube ich, einsehen, wie viele von den, der hat es nicht gespeichert. Boah, ey, der hat es nicht gespeichert. Boah, ey, könnte ich gerade abkotzen, ey. Okay, ich mache das mal eben nochmal schnell ohne euch.
so erstaunlicherweise direkt beim ersten Mal hinbekommen. Ich bin ja gerade selber ein bisschen erstaunt. Das Problem ist, dass ich immer noch keinen blassen Schimmer habe, wie wir jetzt hier durchkommen sollen. Ach so, guck mal, ich glaube, ich weiß. Hier fehlt nämlich irgendwie. Ja, okay, hier hätte ich runterspringen können. Ich verstehe. Wo bin ich? Hä? Ach so. Irgendwie ist mir das hier gerade viel zu dunkel. Ich dachte gerade, ich bin irgendwie runtergeplumpst oder hätte in irgendeinem Pixel festgesteckt oder so. Gut, ich lasse mich da jetzt einfach mal todesmutig runterfallen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, solange unter uns keine Lava ist, bin ich ja eigentlich safe. So, haben wir jetzt hier angefangen? Ja, genau. Hier ging alles los. Ja, super. War doch gar nicht so schwer. Meine Güte, was ich mir hier schon wieder für Schwierigkeiten gemacht habe, wo eigentlich gar keine sind. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück. Ich hoffe... Nee, wartet mal. Okay, jetzt bin ich gerade schon wieder vollends verwirrt. Wartet mal, wo ist denn mein Fahrstuhl, mit dem ich hier vorhin gelandet bin? Ist der jetzt wieder... Nee, okay, irgendwie bin ich gerade voll überfordert, so orientierungstechnisch. Weil hier, wo ich jetzt stehe, stand ich schon mal. Und kann jetzt wahrscheinlich mit den Chaoskrallen, ja, mir da den Weg irgendwie freihauen. Ach... Ich habe beim letzten Mal, als ich versucht habe, diese Chaoskrallen anzuwenden, auch vergessen, mit Steuerkreuz nach oben den richtigen Slot auszuwählen. Vielleicht hätte ich da ansonsten noch irgendwas Schönes machen können. Aber gut, soll mir erstmal egal sein. Wir können jetzt hier eine neue Leiche erreichen. Das sieht ja alles so neu aus. Ich wollte eigentlich erstmal die ganzen alten Gebiete und alles erkunden. Und ich verstehe auch nicht, wo mein... Ach, egal. Ich gehe jetzt einfach mal gucken. So, weiteres Tagebuch. Klär mich doch bitte auf. Schrei von Nualan, dem Elenden. Man kann es mir nicht zum Vorwurf machen, dass ich schneller laufen kann oder bessere Verstecke kenne als sie. Jetzt sind sie alle tot. Verdammt. Nur ich bin noch übrig und hätte ich die nötigen Mittel, würde ich diesen Ort auf der Stelle verlassen. Aber ich bin in diesem brennenden und vom Blut verseuchten Verlies eingeschlossen, aus dem sich alle Arten von Monstern erheben. Ich bin umgeben von den Schädeln jener, die zu einem besseren Leben aufgebrochen sind. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, um diese Hinrichtungsgrube zu überqueren. Vielleicht könnte ich den gewaltigen Käfig mit einem Sprengstoff... Ach, das hatten wir schon? Warum hatten die Leiche dann nochmal geleuchtet? Das hatten wir schon. Der hat schon mal mit uns gesprochen. Das heißt, auf der Seite standen wir. Ich wollte nämlich gerade sagen, diese Szene kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja, aber gut, dann... Oh Gott... Ach du Scheiße, Akku, jetzt haben wir die Energieanzeige, die ich im letzten Part noch aktiviert habe. Warum mache ich denn gerade so eine komischen... Ach so, ach, ich wollte gerade sagen, warum mache ich denn gerade so eine komischen Angriffe? Aber das liegt daran, dass ich die ganze Zeit die Frontansicht, die Vorderseite von den Leuten, von den Monstern getroffen habe. Deswegen sah das irgendwie so ein bisschen komisch aus. Also irgendwie ist mir das zu viel Info. Die Monster-Energie-Anzeigenleiste, die werde ich mir noch, die werde ich beibehalten. Boah, Alter, haben die viel Energie. Okay, ach so, stimmt. Ah, guck mal da oben, das ist ja geil. Da sehe ich ja die Prozente dann von den... Ey, das finde ich gerade richtig cool. Ich glaube, das werde ich auch weiterhin beibehalten. Es ist aber echt schwer, drei von denen gleichzeitig zu bekämpfen. Also, das ist schon, wow, ein gutes Stück Arbeit. Aber ich glaube, mit der ganzen Magie, die ich jetzt hier noch so habe, wird mir das hoffentlich gelingen. Warte mal, ich hatte doch so viele geile... Ach, falsche Taste. Ich wollte eigentlich was anderes ausprobieren. Ach nee, das mit der... mit in der Luft X halten, das habe ich hier offensichtlich noch nicht für die Schwarzmagie. Wartet mal. Habe ich das hier schon? Ja, hier habe ich das. Genau, Schmetterstich heißt dieses Ding. Total geil, aber eigentlich brauche ich das jetzt auch erstmal gar nicht. Ach, ist der... Nee, ich wollte gerade sagen, ist der andere Typ schon durch, aber der chillt da hinten und reiert da wahrscheinlich in die Grube, aber das war ja eigentlich eine Wand gewesen. Okay, also drei von denen sind schon relativ fordernd. Muss man sich ein bisschen... Wisst ihr, woran mich das ein bisschen erinnert? Auch aus dem ersten Teil, wo man gegen diese Spielzeuge von Laura kämpfen musste, wisst ihr noch? Das waren ja, glaube ich, auch drei von solchen größeren Klopsen, die ja auch auf engstem Raum zu besiegen, besiegt werden mussten. Und hier haben wir ja immerhin noch den Luxus, dass man sich hier ein bisschen freier bewegen kann. Mann, ey, ich stelle mich hier aber auch schon wieder an wie der letzte Hinterwäldler, ey.
So, das ist eigentlich immer am besten. Nein, wenn die da so gechillt an der Wand gelehnt stehen. Aber eigentlich habe ich ja noch relativ viel von Lichtmagie. Also für mich ist das immer Lichtmagie. Ich werde mir das, glaube ich, bis zum Ende des Let's Plays nicht abgewöhnen können, das so zu betiteln. So, wartet mal. Ich würde voll gerne... Ja, eigentlich könnte ich hier wirklich ein bisschen mehr mit Kombos arbeiten, aber die laufen hier halt irgendwie ganz oft immer ins Leere, ne? Dadurch, dass, man die aus der Frontalansicht halt irgendwie nicht getroffen bekommt. Oh, das war dumm. Das war so dumm. Ey, ich muss da natürlich auch mal ausweichen, ne? Wenn ich merke, dass das hier irgendwie zu brenzlig wird. Aber wartet mal, ich habe da noch diese schmucken Sachen hier. Könnte ich ja eigentlich mal probieren, um mir das hier vielleicht auch nochmal hier und da zu erleichtern. So, okay, der eine ist abgelenkt, hat mir jetzt nicht viel gebracht, weil ich die Zeit irgendwie gerade alles andere als sinnvoll genutzt habe. Ey, das ist aber auch, also so rein vom Schwierigkeitsgrad her, ist das schon irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Also es hat für mich jetzt gerade so ein bisschen eine noch höhere Anforderung als die letzten Bosse, wenn ich so an die zurückdenke. So, wartet mal, ich könnte ja auch hier mal probieren, so lustige Sachen auf die zu schießen, aber das Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr so viel Schattenmagie habe. Ey, der eine, der ist gleich weg. Ey, ich müsste eigentlich unbedingt auch meine Fokusleiste mal wieder befüllen, aber das ist in diesem Kampf irgendwie relativ schwierig. Vielleicht kriege ich das irgendwie besser hin, wenn... Komm, stirb! Jetzt! Nein, drück! Ja, okay, gut, sehr schön. Boah, ey, war das knapp gewesen. Ich hoffe, dass ich jetzt rechtzeitig auch gedrückt habe. So, meine Fokusleiste ist nämlich fast voll. So, so, leider habe ich jetzt hier keine Blubbel bekommen. Schade eigentlich. Ich dachte, dass wenn man ein so ein... Wow, ey. Ist ja jetzt irgendwie sehr ungeil, wenn die mich jetzt noch treffen würden. Aber warte mal, ich kann ja trotzdem einmal so schießen. Der bringt mir halt nur nicht viel, ne? So, warte, du bist nämlich auch gleich weg, Kumpel. Oh, der hier, der lehnt hier gerade so lassiv an der Wand. Den vermöbel ich jetzt einfach mal mit allem, was mir noch an Magieüberresten zur Verfügung steht. So, ey, die haben nicht mehr viel. Ich muss mich jetzt einfach nur ein bisschen konzentrieren und. Okay, sehr gut. Komm, dich will ich ablenken. So, ich glaube, das war gerade taktisch voll klug. Also so für meine Verhältnisse relativ klug. So, jetzt gucken wir mal. Oh, den kombinierten Schlag, den habe ich bald gemaxt. Da fehlt nicht mehr viel. Aua. Okay. Okay, ey, der eine, der ist gleich weg, ey. Und wenn da nur noch einer übrig ist, dann kriege ich das, glaube ich, ohne Probleme hin. Nur keine Fehler machen. Ich werde in der Schlussphase immer unglaublich übermütig. Also auch was andere Kämpfe, anbelangt. Ey, der eine, der lehnt an der Wand. Den nehme ich mir jetzt nochmal mit. Oh. Und der nächste kommt. Oh, guck mal, jetzt kuscheln die hier voll in trauter Zweisamkeit. Werde rot. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, werde rot. Aber ich wollte eigentlich sagen, der soll mal anfangen zu blinken. Ey, hoffentlich gibt es dafür eine sinnvolle Erklärung und vor allen Dingen eine mehr als ordentliche Belohnung, weil das ist hier gerade echt schon ganz schön. Da war gerade ein Schlüssel, den ich hätte einsammeln können, habe ich gerade gesehen. Ja, schade. Also wenn ich jetzt noch ein bisschen Schattenmagie hätte, dann könnte ich jetzt eigentlich diesen einen Angriff hier irgendwie durchgemaxt kriegen. Ah, guck mal, ich produziere gerade schon schöne Blubbel. Wow! Ja, warte, ich will die Blubbel, die da sind. Sehr schön. Okay, warte mal, dann kann ich jetzt hier nämlich auch diese Dings nehmen. Ja. Okay, B, drück B. Wir wollen die maximale Erfahrung hier bitte auch mitnehmen. Boah, ey, das war echt nicht ohne, muss ich sagen. Also, boah, vielleicht bisher sogar die schwierigste Stelle im Spiel. So komisch das auch klingt, wenn man bedenkt, was wir hier schon für knifflige Gegner aus dem Weg geräumt haben. Ach, aber vielleicht, guck mal, jetzt haben wir nämlich zwei Schlüssel. Vielleicht, sind solche Gegnerräume auch immer einfach nur dazu da, damit wir die Möglichkeit oder die Chance bekommen, an diese Schlüssel ranzukommen. Also ohne, dass wir die so einkaufen müssen. Ne? Also versteht ihr, wie ich meine? So, das hier kann ich dann erstmal übertragen. Und wir können uns hier auch was Neues leisten, hatte mir das Menü am Anfang gesagt. Genau, diese Geschichte hier. Ja, passt mir auch so von der Kampfdingsreihenfolge. Ich glaube, das hätte ich sogar ein paar Mal schon zum Einsatz gebracht, wenn, wenn ich das vorher schon freigeschaltet hätte, weil manchmal bashe ich auch einfach so auf die Y-Taste und ja, wenn dann auch noch ein positiver Kombo-Effekt bei rumkommt, warum nicht? Okay, Frage ist jetzt, eigentlich müsste ich ja hier schon mal gewesen sein, ne? Weil ich bin ja hier
bin ja hier schon mal bei dem Typen gewesen. Die Minimap oben rechts suggeriert mir auch, dass ich da schon mal war. Deswegen würde ich jetzt erstmal davon absehen, dorthin weiterzulaufen und ja, erstmal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Hier habe ich ja jetzt immer noch das riesengroße Fragezeichen für mich. Wie komme ich jetzt zurück? Kann natürlich sein, dass ich da, wo ich jetzt gerade gesagt habe, nö, da will ich nicht hin, dass ich da jetzt vielleicht hin muss, um überhaupt wieder zurückzukehren. Aber ja, ich bin irgendwie immer noch ein bisschen überfragt. Also meine einzige Theorie, wie das vielleicht irgendwie für mich sinnvoll erscheinen ist, ist, dass dieser Fahrstuhl vielleicht wieder nach oben gefahren ist. Ja, und wir jetzt einen anderen Weg wieder finden müssen, um da hinzukommen. Oder ich muss diese Kletterscheißpassage hier nochmal machen und gucken, dass ich irgendwie woanders rauskomme. Aber ich habe irgendwie keine Muße. Eigentlich will ich nur zurück. Aber das... Nee, guck mal. Ach, ich bin noch auf der anderen Seite. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Das war mir gerade nicht so ganz klar. Warum komme ich denn da nicht mehr nach rechts? Ich will doch nur auf die rechte Seite wieder rüber hüpfen. Hey, komme ich da jetzt nicht mehr zurück? Was soll denn der Scheiß? Will er aber wieder zurück. Ach doch, da unten, da wo die Lava ist, da ist so ein Knubbel. Okay, da muss ich jetzt wieder nur ein bisschen aufpassen. Okay, nee, dann ist alles gut. Ich hatte nämlich hier voll wieder mal ein bisschen desorientiert wieder, weil ich dachte, dass ich auf der Seite bin, wo ich ja damals hier gelandet bin. Also versteht ihr, was ich meine? Das habe ich gerade ein bisschen unglücklich formuliert. So, aber ich glaube, ich habe den Dreh jetzt raus. Also das geht eigentlich. Ich hätte da, glaube ich, gerade schon rüberspringen können, habe mich aber irgendwie nicht getraut. Deswegen warte ich jetzt hier einmal nochmal den Lavaschwall ab. Oh Gott, jetzt kommt aber auf der anderen Seite bestimmt gleich einer runter. Und jetzt sterbe ich bestimmt. Nee, okay. So, warte mal, wo war denn der andere? Hier rechts von... Nein, 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 nein. Nigoya, du hattest dir doch selber versprochen, dass du dich jetzt in Geduld übst. Also bleib bitte auch gechillt. So, ich habe nämlich keinen Bock hier in der... Kannst du da... Gabriel? Oh, Alter. Hat der mir gerade schon wieder einen Schrecken eingejagt? So, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja, gut, ich hatte gerade schon wieder die Befürchtung und war schon wieder gerade in Pöbelhaltung, dass er sich da jetzt direkt in die Lava runterplumpsen lässt. So, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich da jetzt irgendwas ausgelassen, dadurch, dass ich ja, mich dort nicht weiter umgesehen habe. Aber der Weg hat sich in jedem Falle gelohnt, weil wir jetzt einen weiteren Schlüssel haben. Also, es hätte bestimmt auch eine Möglichkeit gegeben. Also, ja, obwohl, eigentlich ist alles nur spekulativ, was ich jetzt sage, weil ich weiß nicht, ob man... Also ob wirklich jeder Schlüssel, den man im Spiel finden kann, ob der wirklich ganz klar positioniert ist oder ob man auch die Situation zum Beispiel zum Ende des Spiels haben kann, dass man eigentlich nur 12 Schlüssel gebraucht hätte, aber 20 im Inventar hat. So, also das ist mir so noch nicht ganz klar. Das werde ich wahrscheinlich auch, bevor ich das Spiel abschließe, so für mich nicht beantwortet kriegen. Aber wir können jetzt erstmal und diesmal wirklich, weil da konnte ich ja nichts machen. Da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon nachgesehen. Auch wenn das irgendwie voll bitter ist, ne? Weil es wäre irgendwie schon ganz cool, wenn man hier irgendwie, was ausrichten könnte. Aber hier geht halt irgendwie nichts, ne? Deswegen, ja gut, warte ich einfach mal einen späteren Zeitpunkt ab. Vielleicht kommt mir irgendwann nochmal die zündende Idee und dann kann ich ja immer noch hierher zurückkehren. Jetzt heißt es aber erstmal Wolfsamulett nutzen und gucken, was uns das jetzt bringen wird. Ey, der ist so schön. So schön. Ich hoffe, dass Gabriel und sein Sohn irgendwann den Seelenfrieden miteinander finden und sich vielleicht doch irgendwie nochmal vertragen können. Der erste Grundstein ist ja schon gelegt. Gabriel hat ja schon unter Beweis gestellt, dass ihm sehr viel an seinem Sohn gelegen ist, als er sich damals schützend vor diesen einen Feind gestellt hat, als sein Sohn in Not war. Und ja, ich bin echt gespannt, wie sich das zwischen den beiden noch entwickelt. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal von Sobek in ein anderes Gebiet überführt werden. Wahrscheinlich wieder mit der entsprechenden Instruktion. Ach ja, diese Psycho-Welt hier schon wieder, die irgendwie mich immer noch total flasht, weil sie trotz aller Gruseligkeit immer noch wunderschön ist. Ja, aber verharren will ich hier trotzdem nicht dafür machen, mich die Stimmen irgendwie zu wuschig. Sieht irgendwie so aus, Stadtzentrum. Waren wir hier nicht schon mal? Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie kommt mir das aber
bekannt vor, auch wenn ich mich jetzt an die Bezeichnung Stadtzentrum so nicht mehr erinnern kann. Was ist das denn? Ach so, das ist so ein Aufladeding. Ich dachte, wir landen jetzt schon wieder bei Sobek. Wisst ihr, was ich hier auch voll toll finde? Die laden sich hier viel schneller auf, diese komischen Leisten. Das hat teilweise im ersten Teil immer richtig lange gedauert. Hätte man sich zwischenzeitlich wieder einen Kaffee kochen können, bis der einmal irgendwie voll aufgeladen war. Aber hier geht das eigentlich. Okay, nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Also im Stadtzentrum vielleicht schon, aber nicht explizit in dieser Garage. Wie war denn das eigentlich? Wir konnten in der realen Welt, konnten wir da auch Secrets finden? Ich glaube schon, oder? Aber das waren, glaube ich, andere Secrets. Ich weiß, dass wir mit der Ratte damals immer diese Schädel eingesammelt haben. Aber ob es da auch so eine Teile gab, so eine Steinchendinger, das... Ey, guck mal, sogar in so einem komischen Geländer können wir solche Erfahrungsteile finden. Ey, das strebt hier, das mutet hier schon wieder und inspiriert schon wieder total zum Vandalismus an. Das da will ich. Das da ist ein Echtwelt-Secret, aber schon wieder so ein blödes Gittertor. Tja, keine Ahnung, davon haben wir schon ganz, ganz viele gesehen. Deswegen habe ich ja insgeheim immer noch die Hoffnung, dass ich da zu einem späteren Zeitpunkt erst hinkommen kann. Trotzdem werden wir gucken, ob wir nicht trotzdem noch irgendwas Schönes mitnehmen können. Sieht aber auch sehr verlassen aus, ne? Dafür, dass die Autos eigentlich noch relativ fahrbar aussehen. Es ist ja aber relativ wenig los. Mich würde echt mal interessieren, wie so ein Mensch reagieren würde, wenn er uns über den Weg läuft. Und Gabriel könnte theoretisch auch in so ein Auto einfach einsteigen und und damit losbrettern. Das wäre irgendwie voll witzig. Stellt euch mal vor, ihr lauft durch eure Stadt und da ist so ein Dracula, ja, der am besten noch voll die Checker-Hip-Hop-Musik anmacht und dazu voll rumbounzt im Auto und euch dann irgendwie zuwinkt mit seinen lauten Krallen, mit seinen langen Krallen, meinte ich eigentlich. Irgendwie habe ich gerade sehr merkwürdiges Kopfkino, was dieses Thema angeht, aber ja, über solche Sachen mache ich mir mal ganz oft Gedanken. Gibt ja auch in anderen Spielen, auch wenn ich an den ein oder anderen Silent Hill-Teil zurückdenke, mal diese skurrile Situation, dass Monster teilweise durch ganz normale Straßen rumlaufen. Nur in Silent Hill sind diese Straßen oftmals ja nicht mehr bewohnt und hier sieht alles noch relativ normal aus. Deswegen ja, muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln über die Szenarien, die sich so vor meinem geistigen Auge auftun. So, ich glaube, ich habe jetzt hier aber erstmal genug abgesucht. Schade, dass das hier nicht belohnt wurde, aber mehr als gucken kann man ja nicht, ne? So. Aufzug. Ach, guck mal, der Fahrstuhl, der ist aber wieder so ein bisschen Sobek-Style-mäßig, ne? So total marmoriert und teuer und edel und so. Und wir werden jetzt bestimmt gleich bei ihm rauskommen. Auch wenn ich gerade irgendwie voll die Angst habe, irgendwas ausgelassen zu haben. Ich weiß nicht, ob wir jemals an diese Orte auch wieder zurückkehren können, wo ich gerade herkam. Has she said anything yet? Yes. To tell you the truth, she hasn't shut up. Do you find me attractive, my prince? I've tried reading her mind, but there is only chaos and fury there. Because he's impotent. Something is buried deep. You both are! But I'm unable to see it. My dear Sobek, if only you could see what I see. She's too far while gone. My brother's skin She'll kill herself before we get anything out of her. Very
slow so you feel everything. If she was human again, I might be able to reach her. Siding against us, you scum! Then let's give her back her humanity. Oh, make me pretty again. Oh, yes. Please make but me how? Pretty again. This disease is manufactured. So they must have made an antidote as well. Oh, you are so clever. So clever, my handsome yes. prince. Of course. It must have been created when developing the virus to protect those chosen to serve them. Judging by the look of you, sadly, it would seem you're not one of the chosen, my dear. No, my dear. Sadly, I am just one of Satan's whores. I'll go back to the corporation, look around, see what I can find. Very well, but make your own way there. It's risky to open a portal. It's likely the Acolytes are aware of her disappearance by now. I don't want to leave supernatural traces that could lead back to me. For Mercy, you pigs, you disgust me! You scum! You scum! Okay, toll. Ich will aber nicht in diesen Ort. Ich fand den voll doof im Vergleich zu den schönen Orten, die wir zuletzt besucht haben. Aber das sieht echt so toll aus, oder? Richtig, richtig schön. Die ist, wie gesagt, immer noch total geil designt. Ich finde die... will be his slave forever, creature. Find die, glaube ich, irgendwie doch geiler als im menschlichen Zustand. Also nicht geil im Sinne von attraktiv, aber... So, ja, ist sehr toll, was dein Wortschatz so alles hergibt, wenn du beleidigen möchtest, aber trotzdem beeindruckst du mich damit nicht. Fand das auch faszinierend. Ich fand das auch faszinierend, wie Sobek seine Zigarette... Ich hatte eine richtig geile Stimme. Ich würde sich so gut machen als irgendeine Sängerin, also Sängerin in Anführungsstrichen, in irgendeiner Grindcore-Band oder so, die ganze Zeit irgendwas hinrotzt. Ist mir schon beim Bosskampf so ein bisschen aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das zur Sprache gebracht hatte. So, das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir uns hier jetzt so ein bisschen umschauen können, auch wenn ich nicht erwarte, dass wir hier irgendwas Besonderes finden. Aber irgendwo müssen wir ja weiterkommen. Achso, da oben erkennt man auch schon diesen Pfeil. Ja, da müssen wir jetzt wieder in dieses, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zurück in dieses pharmazeutische Unternehmen, um ein Gegengift für sie zu finden, um sie wieder menschlich zu machen. Das könnte spannend werden. Also wenn ich an die Kreaturen zurückdenke, die wir da bei der letzten, beim letzten Besuch dort vor Ort zu Gesicht bekommen haben, da wird mir schon wieder ganz anders. Aber ja, nützt ja alles nichts, ne? Ey, das sieht irgendwie auch total toll aus, oder? Richtig schön, auch wenn das wahrscheinlich nicht so ganz normale menschliche Wesen sind. Na, obwohl, eigentlich schon, ich habe das gerade nur aus der Rückenansicht gesehen, sind das irgendwie, sieht ein bisschen aus, als ob das so eine Meerjungfrauen, Männer wären oder irgendwie so. Oder vielleicht soll das auch einfach nur Feuer darstellen. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier mal weiter, bevor wir uns irgendwie in falsche Interpretationen rein verstricken. Das muss ja nur auch nicht sein. Das ist irgendwie total krass. Wer, stellt euch mal vor, wir finden das Gegengift und kommen zurück und die Trulla, die hat Sobek irgendwie voll aufgeschlitzt und Besitz von ihm übernommen und so. Also ich bin echt gespannt, wie die Frau drauf ist, wenn wenn wir sie wieder menschlich gemacht haben. Oh oh, okay. Warum wundert mich das nicht? Irgendwie habe ich da gerade ein bisschen Bammel vor. Die werden jetzt bestimmt gleich auf uns losgehen. Mhm. So, bin ich hier safe? Ich glaube irgendwie nicht so. Warte mal, kann ich hier wieder runter? Ich gehe mal lieber runter, weil ich will nicht wieder mittendrin irgendwie einen Cut machen und werde jetzt ja an der Stelle diesen Part auch beenden. Und wir werden in der nächsten Folge mal gucken, was diese ganzen Garagenabhänger da so drauf haben. Und ja, werden gucken, ob wir das besagte Antidot auch, oder Antidot, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Also ich habe immer Antidot zu diesem Wort gesagt. Und ja, werden mal gucken, ob wir das finden können und ob wir unsere Mission, unser Projekt damit ein Stückchen weiter voranbringen und so weghelfen können und uns selbst natürlich auch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.